Kannst du mal bitte helfen beim Aufräumen? Nö. Hello, hello, meine Lieben. Hoch die Hände, Wochenende. Ich bin ein bisschen erkältet. Sorry wegen meiner Stimme. Wir waren gerade im Schwimmbad. Deshalb sehe ich so aus. Und wir fahren jetzt zum Bowlen. Allerdings herrscht hier noch das Chaos des Grauens. Ich habe euch ein Video abgedreht. Schaut mal, wo ich euch draufgestellt habe. Meine neue Halterung. Ich nehme euch eine Runde mit heute in diesem Video. Den brauche ich noch. Und wünsche euch schon mal ganz viel Spaß, ein bisschen Unterhaltung von uns und ja, mal schauen, was so passiert. Ich schaue gerade hier runter, weil hier die Bella ist. Ja, also gut, dann fahren wir jetzt zum Bowlen. Das muss ich noch meinem Mann ins Auto packen und ich wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Spaß bei diesem Video. Danke dir. Gerne. Jawohl. Super, Lucky. Jawohl. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf Rummel. Jetzt gibt's Crepes. Ja. Zwei Crepes für Nutella. Ja. Drei. Ich möchte auch eins. Drei. Ja. Also nicht drei für mich, sondern drei. Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Sorry, ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Aber ich hatte solche Halsschmerzen und deshalb führen wir einfach heute den Vlog weiter. Ich habe noch eine richtig tolle Verlosung für euch und einen Rabattcode. Und für alle, die immer meinen, dass es ja bei mir alles so ordentlich ist und so aufgeräumt, ja, aber es herrscht auch Chaos und das beseitigen wir gleich gemeinsam. Ich packe die Wäsche noch raus, die Sonne scheint nämlich total schön und dann kochen wir auch noch eine Runde gemeinsam, aber es gibt was ganz Schnelles, weil ich dann gleich noch einen Termin habe. Aber bevor wir das alles machen, wollte ich euch noch von einem richtig coolen Produkt berichten, das ich entdeckt habe und zwar ist es von Green Force und zwar ist es ein Bio-Regenerationsdrink, richtig cool, ideal zum Mitnehmen. Schaut mal, ich habe schon so viele davon platt gemacht und wollte euch heute unbedingt in diesem Video darüber berichten. Zu Hause trinke ich das allerdings auch mal im Glas. Auch keine Frage, ich habe hier diesen Vorratskarton für euch. Das wird die Verlosung geben. Dazu dann gleich mehr. Und zwar ist es ein fettarmer Kakao mit 20 Aminosäuren. Jawohl, laktosefrei, glutenfrei, sojafrei, können Schwangere trinken, können stillende Frauen trinken, so wie ich jetzt in meinem Fall, und können auch Kinder trinken. Green Force liefert quasi die optimale Unterstützung, damit man leistungsfähiger ist im Alltag, im Sport, damit man eben alles Mögliche im Leben meistert. Wir wissen es ja alle selbst, wir haben viel zu tun mit den Kindern, auf der Arbeit und so weiter, auch für den Sport geeignet. Ich finde es richtig, richtig lecker. Es ist für Körper und Geist, wie gesagt, ideal auch zum Mitnehmen. Und hier, das fand ich sehr interessant. Hört mal, und zwar Getränk mit 20 wertvollen Aminosäuren, habe ich ja schon gesagt, aus hydrolysiertem Erbsenprotein. Wie krass ist das denn? Also Erbsenprotein. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, what? Aber ja, wie gesagt, es ist richtig, richtig lecker, kann ich euch nur empfehlen. Alle Infos dazu mal unten in der Infobox, schreibe ich euch alles rein. Falls euch sowas interessiert, dann schaut gerne vorbei. Ich habe dazu auch noch einen Rabattcode für euch, den könnt ihr sehr, sehr gerne anwenden. Alles unten in der Infobox und dieses Paketchen hier, wartet, das ist relativ schwer. So, jetzt habe ich es. Das ist für euch. Das werde ich an euch verlosen. Ich denke, ich werde zwei Gewinnerpakete machen. Da könnt ihr euch freuen. Alle Teilnahmebedingungen unten in der Infobox. Und dann habe ich noch dieses hier, wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Und zwar steht hier hinten auch nochmal alles drauf. Frei von Zucker, frei von Laktose, kein Gluten, 20 Aminosäuren, im Profisport entwickelt und ganz wichtig auch noch hergestellt in Deutschland. Finde ich, ist auch nochmal super, super wichtig. Also wie gesagt, falls euch sowas interessiert, dann schaut es euch gerne an und ich wusel jetzt hier mal ein bisschen rum, damit es gleich ein wenig ordentlicher aussieht. Jetzt kommen aber erstmal die Jalousien hoch, damit die Wäsche raus kann. Übrigens, das hier habe ich auch schon verwendet. Das ist quasi das in Intense Version. Ja,
Da steht's. Wie gesagt, es ist auch vegan. Das ist jetzt leider leer, da hinten. Und wie gesagt, es ist 100% natürliche Energie aus der Erbse. Und was auch noch ganz wichtig ist, es ist frei von Koffein, Taurin und Guarana. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Jawohl, und jetzt geht's hier mal weiter. Das könnte ich eigentlich mal abmachen, ne? Ja, das kommt ab und das kommt wieder drauf. Und dann kommt's ab in den Schrank. Lecker. Richtig, richtig lecker, wirklich. Mal bitte helfen beim Aufräumen? Nö. Was bedeutet das jetzt? Was meinst du damit? Wirst du jetzt Beauty? Du bist ein Quatschkopf. Jetzt helfen wir mal ein bisschen aufräumen. Los. Hier, Spülmaschine. Spülmaschine wartet auf dich, Max. Na gut, ich mach's für dich. Aber du gehst für mich zur Post, okay? Nö. Hallo Wetter. Ich Der Liam bekommt heute übrigens das erste Mal zu seiner Karotte noch ein bisschen Zucchini. Habe ich gerade noch gekocht und durchpüriert. Jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Jetzt so für das erste Mal, denke ich, reicht ein bisschen weniger. Ja, schauen wir mal, wie ihm das jetzt schmeckt. Naja, okay, so viel ist es jetzt eigentlich gar nicht, ne? Naja, wir probieren es mal. Wir probieren es mal, wir zwei, ne? So, bist du bereit? Bist du bereit fürs Mittagessen? Ja, ne? Bist du, ne? Tja. Ah. Ah. Mama. È buono? È buono? No? Non è buono? Bist du wirklich so süß? Ja. Ist gut? Ist gut? Ja, bueno. Da kommt die Bella. Bella! Bella! Was ist denn los? Was ist denn los? Okay, weiter. Ja, bueno. Der lacht sich gerade total kaputt. Schmeckt's dir? Schmeckt's dir? Ja? Oder willst du lieber Pizza? Und Nudeln? Gibt's bald, versprochen. Nudeln auf jeden Fall. Ja, bueno. Du bist einfach zu süß für diese Welt. Hat alles leer gefuttert. Und ich glaube, er könnte noch mehr essen. Ja, was futterst denn du alles weg? Gut gemacht. Also der Liam, der ist jetzt satt. Den Rest packe ich noch hier mit rein. Dann friere ich das noch ein. Und da ist noch Karotte. Das hatte ich schon vorbereitet. Und zwar gestern. Das kratze ich gleich aus. Hier habe ich jetzt noch Zitrone aufgeschnitten, weil es gleich hier reinkommt. Ich habe so Durst. Und hier sind noch frische Brombeeren. Die hat mir meine Freundin gebracht aus ihrem Garten. Jawohl.
So, also, dann machen wir jetzt hier mal weiter und dann melde ich mich gleich nochmal. So, die Küche ist sauber. Boden wische ich dann später durch. Ich hänge jetzt noch schnell die Wäsche ab, denn die ist schon trocken. Und jetzt wollte ich eigentlich noch mal eine Runde rausgehen mit der Bella. Aber es hat sich ein Kurier angemeldet und zwar stand in der E-Mail, man soll zu Hause sein zwischen 9 und 18 Uhr. Auch geil, ne? Als hätte man den ganzen Tag nichts zu tun. Ja, richtig blöd. Ich denke, werde ich jetzt mal auf den Max warten, bis der nach Hause kommt. Denn meistens ist es ja so, dass man so viel Glück hat, in den 5 Minuten, die man dann mal aus dem Haus geht, kommt dann der Postbote oder der Kurier eben und trifft keinen an. Ja, so ist es ja meistens, ne? Also gut, dann warte ich jetzt mal auf Max und dann gehen wir gemeinsam noch eine Runde raus mit der Bella. Jawohl. Also, dann zeige ich euch mal den Einkauf. Hier habe ich Karotten, Melone, hatte ich irgendwie total Lust drauf, mit Schafskäse, hatte ich euch auch mal ein Rezept dazu abgefilmt bzw. online gestellt. Dann habe ich hier Blumenkohl, Paprika, also Spitzpaprika, Bio-Rucola, jetzt habe ich gerade gesehen, ist ganz schön schmutzig, also muss man ja eh waschen, aber ja, nicht so schön. Dann hier Bio-Blattspinat, da hatte ich euch auf Instagram erzählt, dass ich da immer Salat mitmache, also einfach Olivenöl, Balsamico-Dressing, Salz, Pfeffer, ein bisschen Honig und Senf, richtig lecker, eben dann als Salat anstatt als ja, warmen Spinat. Dann habe ich hier noch Radieschen fürs Abendbrot, Bananen, Himbeeren, Trauben, Heidelbeeren, Käse, das ist für den Max, so Weißwürste. Hier war Brot drin, das hat Alessandro schon raus und hier sind frische Brötchen. Jawohl, das war jetzt mal der ganz schnelle Einkauf und jetzt schauen wir mal, was ich koche. So, meine Lieben, ein paar Stunden später, ich melde mich noch mal ganz kurz bei euch und würde mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Denkt an den Rabattcode bzw. an das Gewinnspiel, alle Teilnahmebedingungen unten in der Infobox. Ich habe es schon erwähnt. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ich bin leicht außer Atem. Und ja, ist hier auch ein bisschen fertig aus. Wir waren noch die ganze Zeit draußen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!